Du bist absolut gestresst, kurz vorm Burnout und suchst unbedingt eine Beschäftigung, mit der man sich für einige Jahre beschäftigen kann. Du hast vielleicht alle Findet Waldo-Bilder auf Anhieb schon durchgearbeitet und Luftpolsterfolie ist für dich die reinste Freude, weil du jede Blase im Schlaf schon zusammendrücken kannst. Ich habe genau das Richtige für dich. Und das ist mit Abstand das verrückteste Thema, das ich jemals hier gestartet habe und fast schon beendet habe. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schweighofer Art. Wir machen heute Kettenhauben / Kettenhemden. Viel Spaß dabei. Es könnte durchaus sein, dass du bis 2035 noch ein bisschen Hobby brauchst und du möchtest unbedingt so ein schönes schmuckes Ding, was ich am Kopf trage, hier selbst bauen. So in die Richtung habe ich mir das auch gedacht. Ich habe furchtbar viel Zeit und deswegen kann man das auch ohne weiteres machen. Leute, dieses Tutorial ist nichts anderes als eines für Leute, die absolut zu viel Zeit haben oder sich maßlos überschätzen. Es könnte durchaus sein, dass mir das genauso passiert ist. Ich habe mir einfach auf Amazon einen Sack voll kleine Ringe gekauft, zwei Zangen besorgt und dann losgelegt. Und wenn ich sage losgelegt, nach 5 Minuten wusste ich, fuck, das war definitiv eine Selbstüberschätzung, fast nach amerikanischen Verhältnissen. Auch wenn es einige Tutorials auf YouTube und Co. zu finden gibt, habe ich beschlossen, ich muss mir das Ganze irgendwie auch live ansehen können, denn dieses Flechtmuster, das man hier in den Kettenhemden sieht, ist durchaus ein kompliziertes. Aus dem Grund habe ich mir das Teil hier nicht selbst gemacht, sondern selbst erworben. Das ist eine Kettenhaube, die ich auf Amazon für knapp 50 Euro gekauft habe. Und an und für sich könntet ihr es auch einfach nur so machen, dass ihr so eine Kettenhaube kauft und damit wäre dieses Tutorial erledigt und ihr müsst nicht 20 Jahre lang irgendwelche Ringe zusammendrücken. Bevor ich euch jetzt aber die Tipps und Tricks aus dem Hause Schweighofer präsentiere, wie man das Ganze selbst macht, es kann ja wirklich sein, dass ihr zu wenig Freunde habt oder einfach unfassbar viel Zeit und das unbedingt selber machen wollt, möchte ich darauf noch eingehen, dass ich mir absolut nicht vorstellen kann, wie man so eine Kettenhaube für nahezu 50 Euro verkaufen kann. Denn arbeitstechnisch war das bisher, und das ist noch nicht fertig, ungefähr 60 Stunden Arbeit. Und jetzt gibt es sogar noch Leute, die sagen, hey, ich kaufe mir gar keine Ringe, ich mache die Ringe selbst. Würde auch in irgendeiner Form gehen. Ihr braucht dazu nur Draht, irgendwie eine Stange, wickelt den Draht um die Stange herum, schneidet oben die ganzen Drähte auf und habt dann im Prinzip alles so kleine Ringe. Da hat mir aber jemand schon einen sehr, sehr guten Tipp dazu gegeben. Und zwar, wenn ihr das selbst macht, achtet darauf, dass ihr auch wirklich dicke Ringe nehmt, so dick wie die ungefähr sind. Ich messe die mal ganz kurz ab. Im Ernst? Ist jetzt hier der Akku leer? Mensch! Machen wir es halt analog. Die haben eine Stärke von 1,5 mm. Der Erik hat mir nämlich gesagt, er hat das selbst gemacht und hat einen zu dünnen Draht genommen oder einen zu weichen Stahl. Und als er das Kettenhemd dann fertig hat, den angezogen hat, sind oben die ganzen Teile wieder aufgegangen, denn die werden hier nicht verödet oder vernietet oder so, sondern die werden einfach nur zusammengedrückt und eigentlich bleibt jeder Ring in irgendeiner Form offen. Und wenn es aber dann zu schwer wird, zieht natürlich die Kraft der anderen Ringe und das Teil ist richtig schwer, das wiegt schon 2-3 Kilo, die oberen Ringe wieder auf und damit ist die ganze Scheiße dann richtig am Dampfen. Das heißt, kauft euch so ein Teil, das kostet nicht viel. Aus so einem Sack, den ich unten verlinkt habe, kriegt man ganz gut ein ganzes Kettenhemd raus. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Jetzt geht es einfach mal ans Eingemachte und ich zeige euch mal ganz kurz, wie man flächige Sachen macht und vor allem, wie man runde Sachen macht. Denn wir stricken heute Stahl. Und das klingt eigentlich gut. Ich brauche eigentlich jetzt irgendwie so einen speziellen Ton noch. So eine Fanfare, dass es toll klingt. Wir stricken heute Stahl. Geil. Los geht's. Das wären die Materialien, die wir benötigen. Wir brauchen 2 Spitzzangen. Ich habe jetzt eine gekauft, die hier so eine leichte Feder drinnen hat, was an und für sich das wesentlich bessere Tool ist, als die, die man ständig irgendwie aufdrücken muss. Aber ich sage mal so, wenn ihr 2 von diesen kleinen Zangen habt oder auch 2 von den großen, ihr braucht auf jeden Fall 2. Das sind eure neuen Hände für die nächsten 20 Jahre. Gut, die Ringe sehen alle so aus. Die sind alle zu einem gewissen Teil schon offen, aber halt nicht ganz offen. Und um jetzt ein schönes Kettenhemdmuster zu erzeugen, benötigt ihr in Summe 5 Ringe. Gut. Einer dieser 5 Ringe wird aufgemacht, dass er ungefähr so weit offen ist. Und die anderen werden komplett geschlossen. Die sind wie gesagt ein bisschen offen und die müssen wir alle ein bisschen zumachen.
Ihr müsst euch das so vorstellen, jedes Mal, wenn so ein Ring offen ist und ihr den wirklich eingebaut habt, könnte er euch ganz gut die Härchen einzwicken. Und das will kein Mensch. Und vergesst niemals einen offenen Ring zuzumachen. Diese vier Ringe kommen in den einen offenen Ring. Der offene Ring wird so gemacht, damit wir folgendes Muster erzielen. So soll es ausschauen. Habt ihr gesehen? Ich habe es einfach nur hingeworfen. Perfekt, so liegt es nämlich dann richtig. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Wo sind denn die? Hier haben wir noch einen. Nächster Arbeitsschritt. Ihr müsst jeweils zwei verbinden, dass ihr so eine Kette zusammenbekommt. Ihr nehmt hier von diesem Ring die oberen zwei, dass es so ein Muster ergibt. Das heißt, wir haben zwei Ringe, ein Ring, zwei Ringe, ein Ring. Verbindet die noch nicht, sondern fügt den nächsten Bund, den ihr schon gemacht habt, hier ein, um folgendes fortlaufende Muster zu kriegen. Wie gesagt, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Das ist noch logisch, das sollte man noch hinbekommen. Das machen wir jetzt schnell mal mit den ganzen anderen. Ordnung ist irgendwie alles. Und gerade beim Kettenhemdbauen ist es sehr wichtig, dass man dieses Schuppenflechtmuster ständig beibehaltet und vor allem auch erkennt, wie es funktioniert. Ihr seht jetzt momentan, zwei Ringe liegen immer in diese Richtung, einer liegt immer in die andere Richtung. Das ist wie so ein Schindeldach. Ja? Und genau nach dieser Methode kann man jetzt hier weiter stricken. Entweder ihr macht euch jetzt das Gleiche nochmal, legt es darunter hin und versucht sie dann mit einzelnen Ringen zu verbinden. Oder ihr geht nach der Methode, die ich habe. Ich habe mir hier so mal einen Schwung von kleinen Ringen schon aufgemacht. Und wir müssen jetzt einfach den einzelnen Ring verdoppeln. Deswegen fahren wir genau gleich, wie der Ring vorher schon drinnen lag, den darunterliegenden rein. So. Sieht am Anfang kompliziert aus. Es wird euch auch richtig das Gehirn hier rausbrennen. Denn man wird sich am Anfang überhaupt nicht auskennen. Aber es muss immer, und das ist die oberste Regel, in einem Ring am Ende des Tages vier andere Ringe drinnen stecken. Wenn ihr nach dieser Regel, nach diesem Prinzip arbeitet, schafft ihr es, in kürzester Zeit, ungefähr 25 Jahre, ein komplettes Kettenhemd zu erzeugen. Reihe Nummer 3 ist somit fertig. Kann man Fehler machen? Oh ja! Sollte einer der Ringe hier nicht genau nach diesem Muster liegen, habt ihn wahrscheinlich falsch eingefädelt. Es kann auch passieren, dass ein Ring mal irgendwie schief da liegt, so wie der hier, und ihr müsst euch einfach nur wieder in die richtige Position reinfädeln. Okay, angenommen, wir wollen dieses Muster hier jetzt größer machen und nach unten hin weiter flechten, habe ich für mich eine perfekte Lösung gefunden. Denn hier am Tisch ist es immer so, es verwirrt immer so ein bisschen alles. Und kaum hat man mal einen Ring irgendwie fast zugemacht und man, keine Ahnung, zwickt so ein bisschen falsch rein, dann ist alles wieder kaputt und man muss wieder irgendwie alles schön ordnen. Deswegen habe ich mir eine Art Webstuhl in meinem Studio zurechtgelegt. Und zu dem gehen wir jetzt mal. Ich habe ganz normale Zwingen, die ich mir in die Werkbank reinmache. Und hier oben in den Zwingen sind zwei Löcher. Perfekt, um Draht einzufädeln. Braucht man hier ein paar Zentimeter Draht. Und ich fädle jetzt durch die oberste Reihe der Kettenglieder diesen Draht durch. Befestige das Teil hier oben und habe somit jetzt den fast perfekten Ausgang, um hier weiterarbeiten zu können. Super, und jetzt braucht ihr nur noch verdammt viele offene Ringe. Und diese verdammt vielen offenen Ringe werden immer durch die untersten zwei Ringe reingefädelt. Ich mache da immer schon mehrere vor und zwick sie dann unter einmal alle wieder zusammen. So ein Scheiß. Ich würde behaupten, ich habe schon Erfahrung. Ich habe das Teil nämlich schon selbst gemacht, aber ihr seht, das ist jetzt nichts für schwache Nerven. Und ich bin ja ein extrem geduldiger Mensch und habe überhaupt kein Problem damit, dass Sachen länger dauern als gewohnt. Aber sowas macht man am besten, wenn kein Messer und eine Ehefrau in der Nähe sind. Man braucht einfach Geduld. Vielleicht braucht ihr irgendwie eine Entspannungsmusik im Hintergrund, wenn ihr ein Choleriker seid. Ja, okay, habt ihr es gesehen? Also jetzt wird das irgendwann mal ewig lang, bis es ein kleiner Kinderschal wird. Und damit habt ihr die erste Technik verstanden. Vor allem, jedes Mal, wenn man sich nicht mehr auskennt oder irgendetwas total komisch aussieht, nehmt den Ring raus, der alles verursacht, lasst es nochmal schön hängen und versucht den Ring neu einzufädeln. Oberste Regel, in jedem Ring sind am Schluss vier Ringe, aber halt hier in der Mitte. Unten sind natürlich nur zwei drin, bis dann irgendwann mal doch vier drin sind.
fangt mit dem an. Irgendwann habt ihr es heraus und ihr versteht, wie das Ganze funktioniert. Und sollte es zu schwer werden, macht einfach einen neuen Fleck. Ihr könnt ihr am Schluss dann wieder zusammennehmen. Achtet auf Laufmaschen und achtet darauf, dass ihr hier keine Fehler drinnen habt. Denn irgendwie, wenn ihr dann ein fertiges Kettenhemd habt, regnet es vielleicht mal und dann regnet es durch das Kettenhemd durch, weil ihr da irgendwo einen Fehler gemacht habt. So, ich glaube, ich zeige euch jetzt, wie man die Haube macht, weil das ist noch ein bisschen komplizierter. Ja. Bei einer Kettenhaube müssen wir uns das so vorstellen. Das Ganze wird nicht mehr quadratisch oder rechteckig aufgebaut, sondern eben rund. Es ist wie eine Socke stricken. Wir sind ja alle Sockenstrickprofis, deswegen kennen wir uns da auch schon aus. Nehme ich mal an. Ihr braucht einen offenen Ring und 8 geschlossene. 2, 4, 6, 7, 8. Und wenn ihr euch jetzt hier diese Teile nicht vorher abzählt, wird es irgendwann mal ein Desaster geben. Legt euch für jede Runde, die ihr eben hier jetzt häkelt, auf jeden Fall die passenden und abgezählten Ringe schon zurecht. Nur so wird man am Ende des Tages eine gleichmäßige, schöne, saubere Kettenhaube haben. Unser Ziel, wir versuchen jetzt eine Halbkugel zu flechten. Eigentlich total verrückt. Die 8 Ringe kommen hier in den obersten Ring rein. Das heißt, in Summe haben wir 9 Ringe verbunden. Der wird geschlossen. Und so hingelegt, dass jeder Ring in dieselbe Richtung schaut. Das heißt, wie ein Schindeltach müssen die Teile hier verbunden werden. Nächster Arbeitsschritt ist, ihr braucht 4 offene Ringe und nochmals 2 geschlossene zu jedem offenen. Unsere Muster sehen jetzt wie folgt aus. Ihr macht die geschlossenen wieder komplett zu und hängt 2 geschlossene in einen offenen rein. Sollte so aussehen. Und jetzt nehmt ihr euch hier 2 Ringe und fädelt die hier ein. Schön zumachen, wieder sauber hinlegen. Ich mache das jetzt ganz kurz fertig, dann seht ihr gleich das Muster, das hier erzielt wurde und warum ich das so mache und weshalb. Glaubt mir, das Muster am Anfang ist immer die Hölle. Man versteht einfach nicht, wie es funktioniert. Deswegen, es gibt immer einen Centerring. Nein, das ist ein magnetischer. Egal. Es gibt einen Centerring, das ist der in der Mitte. An dem Centerring hängen die 8 äußeren Ringe. Dann hängen jeweils einer mit 2 einzelnen Ringen dran. So sollte das Muster am Anfang jetzt aussehen. So, um weiterzugehen, brauchen wir dasselbe jetzt nochmal. Heißt, 2 geschlossene Ringe, 1 offener Ring. Und jetzt wird's tricky, denn jetzt müssen wir diese Ringe verbinden. Wenn ihr das zu Hause nachmacht, legt es euch genauso hin, wie ich es hingelegt habe und fährt jetzt hier zwischen durch den Ring und durch den und... Nein! Wir machen es nochmal. Es ist ja, genau das Thema, was ich unbedingt euch zeigen möchte. Ne? Das ist ja nicht schwierig, Gottes Willen. So, legt es einfach wieder so hin, wie es gehört. Okay, ich brauche eine Minute. Okay, wir sind wieder da, wo wir angelangt sind. Und ich mache das sehr gerne, indem ich das Ganze schon mit der Zange einfädel. Wir müssen das jetzt hier durch diesen Ring und durch den nächsten unten durch. So soll er drinnen liegen. Das versteht man an und für sich erst dann, wenn man die Musterreihenfolge schon mal beim rechteckigen Muster versucht hat nachzuvollziehen. Warum das so gemacht wird? Ja, weil man das halt so machen muss. Ne? Ich mache das jetzt mal mit allen und dann zeige ich euch, wie das finale Muster aussieht und ihr versucht das dann, wenn ihr es nachbaut, genau so nachzubauen. Sonst wird es eine Katastrophe. Sonst drückt das Teil am Kopf und ihr habt nach 2 Schlachten, die ihr dann irgendwo, keine Ahnung, im Sherwood Forest kämpft, richtig Kopfweh und das will ja kein Mensch. Ne? Wir wollen ja ein gutes Kettenhemd hier machen. Übrigens kann man über so ein Kettenhemd wunderbar am Schluss einen Radiosender von Oklahoma empfangen. Habe ich gehört. Blitzableiter muss auch noch irgendwie erfunden werden. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum man heutzutage keine Kettenhemden mehr trägt. Bei Gewitter sollte man einfach nicht raus damit. Die weiteren Arbeitsschritte sind an und für sich relativ einfach. Ihr braucht jetzt nur noch offene Ringe. Ziemlich viele, ungefähr 6000. Die könnt ihr euch einfach mal beim Fernsehen oder so alle Schritt für Schritt aufmachen. Denn ihr werdet jetzt wirklich permanent diese Ringe brauchen.
Einziges Problem, zählt mit. Wir haben jetzt 16 Ringe außenrum in unserem Kreis. Das heißt, diese 16 Ringe werden mit weiteren 16 offenen Ringen jetzt hier gefüllt. Die machen wir jetzt mal alle auf und dann fädeln wir sie ein. Wenn ihr euch da jetzt verzählt, habt ihr womöglich 17 Ringe, entweder einen vergessen oder einen zu viel eingebaut und alles wird asymmetrisch. Und wer will schon eine asymmetrische Kettenhaube? So, die werden jetzt da eingefädelt, verbindet immer zwei Ringe mit einem. Und ich hänge die jetzt einfach mal so schön miteinander ein. Kleiner Tipp am Rande, solltet ihr euch überhaupt nicht auskennen, wo ihr gerade umgeht, dann macht euch mit einem Edding vielleicht einen roten oder einen gelben Punkt auf euer Center-Ringchen hier, dass ihr zumindest immer wisst, wo die Mitte ist, dass ihr das ziemlich schnell erkennt. Denn mit Hilfe des Mittelrings weiß man ziemlich schnell und kann zum Beispiel auch rauszählen, ob in einer Reihe noch was fehlt oder nicht. So, ich hänge die jetzt alle mal ein. Die erste Runde, das heißt, ich fange mit 8 Ringen an, schließe diese 8 Ringe dann und dann mache ich weitere 8 Ringe und habe somit meine 16 Ringe in den Außenkranz hier eingebaut. Diese Ringe, die neuen Ringe, sollen immer 2 Ringe beinhalten. Sollte nur einer drinnen sein, habt ihr einen Fehler gemacht. Sollten 3 drin sein, ratet mal, richtig, habt ihr einen Fehler gemacht. Und keine Angst, dieses Muster, das ich hier jetzt baue, habe ich schon in Summe 4-mal gemacht, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert. Es kann durchaus sein, dass ihr ein, zwei Ringe jetzt am Anfang falsch hier rein montiert und ihr einfach dann katastrophale Fehler habt und ihr einfach nicht mehr klar denken könnt. Und deswegen verzweifelt nicht, ihr werdet später noch verzweifeln. Ganz sicher sogar. Momentan haben wir in der Mitte einen Centerring, eine Reihe normale Ringe, das waren die 8, dann kommen schon die ersten 16 und am Ende des Tages sollten hier außenrum auch überall 16 Ringe liegen. Hier habe ich noch irgendwo ein Problem. Hier habe ich noch einen Fehler. Mal schauen. Ah, da steckt einer falsch drinnen. Dann wird er halt nochmal aufgemacht. Rausgenommen und nochmal neu eingebaut. Dazu alle wieder schön hinlegen, um festzustellen, wo denn das Problem lag, das ich gerade nicht finde. Ah, hier ist es. Ich muss durch diese zwei Ringe hier meinen Ring noch durchfädeln. So kommt er noch rein. Prüft nach jeder Runde, ob alles richtig sitzt. Legt alles schön hin. Jetzt sollte es passen. Wenn ihr gedacht habt, ah, jetzt erkenne ich ja langsam aber sicher, wie es weitergeht, könntet ihr schon recht haben. Ihr habt vollkommen genauso wie ich jetzt festgestellt, hey, wir brauchen jetzt einfach nur einen offenen Ring und müssten die dann hier durchfädeln. So. Und das mache ich dann wieder und wieder und wieder und wieder. Genau. Würde an und für sich richtig sein. Aber unsere Kettenhaube soll nicht flach werden, sondern rund. Wir versuchen ja, um eine Kugel, so mit eurem Kopf, rumzukommen. Deswegen müssen wir jetzt, das ist das Schwierige an der ganzen Geschichte, weitere Ringe einbauen, um den Fächer größer zu machen, um die Wölbung zu erschaffen. Im Prinzip machen wir einfach einige Maschen mehr, falls ihr euch Stricken ganz gut vorstellen könnt. Hey, solltet ihr dieses Video bis jetzt angesehen haben, dann ist es aber auch jetzt wirklich Zeit, dass ihr mal ein Like hier da lasst. Denn dann seid ihr genauso verrückt wie der Schweighofer auch. Oder habt einfach nur großartige sadomasochistische Veranlagungen und denkt einfach nur, ich schaue mir das an, weil das ist einfach nur verrückt, was der sich antut. Ja, dann einfach mal klingeln, liken und was der Teufel was. Also alles, was man so auf YouTube hier so machen muss. Ne? Gut, wir brauchen jetzt 8 Ringe, die offen sind. Und diese 8 Ringe werden jetzt zusätzlich hier in unseren Kreis mit eingeflochten. Ich fange dazu ganz klassisch hier oben an und ich setze hier jetzt zu diesen äußeren Ringen hier einfach nochmal einen dazu. Dann genau gegenüber ebenfalls einen. Dazu sollte man aber vielleicht abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier rein kommt der und jemand hier rein. So, dann brauchen wir 4 Ringe. 1, 2, 3, 4. Hier kommt der vierte rein und von dem offenen sehen wir auch 1, 2, 3, 4, dann kommt hier rein ebenfalls noch ein zusätzlicher Ring.
So. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal unterteilen. Und zwar vom offenen Ring zurück. 1, 2. Der kommt hier rein. Ich lege den immer so hin, dass die Öffnung nach außen guckt von diesen noch nicht geschlossenen Ringen. Dann zählen wir von dem 2, 1, 2. Der kommt dann hier hin. Und auch hier 1, 2. Und hier kommt der rein. Alle wieder zumachen. Und das machen wir jetzt aber im Schnelldurchlauf. Optimal. Ich mache mir hier gerne mal irgendwo einen Strich hin und sage, ab hier fange ich an zu zählen. Und dann schauen wir mal, wie viele Ringe wir jetzt brauchen. Wir brauchen 1, 2, 20, 23, 22, 23, 24 Ringe, die jetzt in den nächsten Kreis kommen. Und das heißt auch wieder, wir verbinden immer zwei Ringe miteinander. Und das sieht am Schluss dann so aus. Habt ihr euch noch gemerkt, wo ihr diese einzelnen Ringe reingebaut habt? Wahrscheinlich müsst ihr einfach nur einen Ring suchen, der nur einmal hier drinnen hängt und nicht zweimal. Dann habt ihr zumindest mal den ersten gefunden. In meinem Fall wäre das der hier. Denn wir müssen jetzt hier abermals weitere Ringe hinzufügen und die sternenförmig hier anbringen. Damit unsere Haube irgendwann mal am Rand hier viel, viel mehr Ringe besitzt, als wie in den inneren Kreisen. Und so kommen wir Schritt für Schritt zu einer Kugel hinzu. Das heißt, die nächsten Arbeitsschritte wären, ihr fügt hier wiederum 8 neue Ringe ein, macht wieder einen kompletten Kranz, fügt wieder 8 neue Ringe ein und so weiter und so fort. Doch wie weit und wie lange machen wir das Ganze denn überhaupt? Das hängt einzig und allein davon ab, ob ihr so einen Quadratschädel habt wie ich, oder eben so einen schönen Kopf wie der hier. Ich habe den Kopf auch unten verlinkt, den braucht ihr unbedingt, denn dieser Kopf hier sollte auch hier oben ein X bekommen, wo auch unsere Mitte platziert wird. Dann werden diese Ringe hier rauf gemacht und mit Stecknadeln hier einfach mal schön in Position gebracht. Denn es ist viel einfacher festzustellen, wo die Ringe hinfallen, wenn sie nicht flach am Boden liegen, weil die vervielfältigen sich ja jetzt um 8 Stück nach jeder Reihe. Und so kann man hier wunderbar ranflechten und es ist auch wunderschön, wenn das Ganze so quietscht ständig mit dem Styropor. Ich liebe es. Der Nachteil ist aber, ich habe einen wesentlich größeren Kopf. Aus dem Grund habe ich mir einen so einen Kopf mit Schaumstoff noch weiter ausgeblustert, dass er meine Kopfgröße hat. Und so kann ich dann anhand von einem Dummy Schritt für Schritt hier diese Ringe ranmachen. Habt ihr festgestellt, wie viel Arbeit das sein kann? Habt ihr euch entschlossen, hey, ich mache das jetzt auch selbst? Oder habt ihr euch entschlossen, nein, die unten verlinkten Kettenhemden und Kettenhauben sind wesentlich günstiger in der Anschaffung, als wenn man sie selbst macht? Vielleicht habt ihr aber auch einen Ehrgeiz, so wie ich es habe, und sagt einfach, hey, nee, das ziehen wir jetzt durch. Da gab es irgendjemanden, der sagt, du bist kein geduldiger Mensch und dem beweise ich es jetzt. Macht es. Macht eine Timelapse-Aufnahme damit und zeigt ihm einfach, statt einer Diashow, die 8 Stunden dauert, eine 76-stündige Kettenhauben-Videopräsentation. Ich glaube, er würde euch lieben und nie mehr wieder sagen, dass ihr faul seid oder keine Geduld habt. In diesem Sinne, wie geht's weiter? Naja, weiter geht's einfach nur so, dass ihr so lange arbeitet, bis ihr hier zu dieser Stelle kommt, wo ihr dann irgendwann mal rausschauen wollt. Ne? Das heißt, das Teil wieder mal runter, mal raufsetzen. Am Anfang sieht es aus, als wärt ihr irgendwie ein jüdischer Rabbi und habt so ein kleines Hütchen auf. Und dann fangt ihr an mit Koteletten, damit ihr dann rundherum hier wie eine Kleopatra langsam ausseht. Und ab einer gewissen Höhe, ich sage mal ungefähr so ab der Ohren-Augenhöhe, ja, ab dieser Distanz hier, kann man dann wirklich sagen, man muss nicht mehr vervielfältigen und man muss nicht in jeder Reihe nochmal 8 dazu machen. Und dann kann man sich ganze Bahnen schon vorarbeiten. Die habe ich zum Beispiel einfach hier am Tisch gemacht. Das war die Technik, die ihr ganz am Anfang gesehen habt. Und da sind dann große Bänder entstanden, die man dann ranmacht. Und irgendwann mal hat man es auch einfach heraus und versteht auch, wie die Form hier läuft, wie die Schuppen hier ineinander verbunden werden. Und es macht dann auch unfassbar viel Spaß. Ich habe bei dieser Kettenhaube hier jetzt bestimmt noch 5-6 Stunden Arbeit, bis sie so lang ist, dass ich sie unter einem Hemd zum Beispiel verbinden kann. Mein Ziel wäre es, selbstgemachte Kettenhemden hier für die Fotografie zu nutzen. Die Kettenhaube, die ich hier gekauft habe,
Die ist leider Gottes aus einem sehr glänzenden Material. Das heißt, das ist ziemlich alumäßig. Könnte schön aussehen, wenn ihr so einen reinen, schönen Ritter machen wollt. Es ist auch noch furchtbar schwer, das Teil wiegt auch 2,5 Kilo. Und am Kopf macht es irgendwann mal Schädelweh, wenn man das länger trägt. Aber mein Ziel war es, diese Teile, diese Ringe dann hier wirklich noch ein bisschen anrosten zu lassen. 2-3 Tage ins Freie raus, dann wieder auf die Heizung, wieder ins Freie raus, bis sie schöne Rostpatina haben. Denn ich möchte so einen richtig alten, verkümmerten Ritter machen. Aber das ist ein anderes Thema und da würde ich euch dann auch gerne wieder mal dazu einladen, dass ihr mit dabei seid. Vor allem, falls euch das Basteln hier gefällt, ihr aber auch gerne noch Bildbearbeitung sehen wollt, lade ich euch natürlich sehr, sehr herzlich ein, bei Twitch auch mit Mitglied zu werden. Das kostet euch nichts. Ihr braucht nur ein Follow bei Twitch machen. Ich habe es auch unten verlinkt. Ich habe dort meinen neuen Twitch-Kanal eingerichtet und präsentiere fast täglich irgendwas, was mit Photoshop oder Bildbearbeitung zu tun hat. Schaut da einfach mal vorbei, würde mich freuen. Sonst, alles ist verlinkt, was ihr unbedingt für dieses Projekt braucht. Postet mir gerne auch mit ein paar Links unten rein, falls ihr so etwas schon gemacht habt oder noch weitere Videos habt, wo man besser sieht, wie man vielleicht auch Ärmel macht oder irgendwelche Bereiche am Körper, die ein bisschen schwieriger zu machen sind. Falls ihr mir unbedingt das Video zeigen wollt von dem Typen, der sexy Kettenhemden für irgendwelche Devil-Dancerinnen produziert, ich habe das Video schon gesehen, danke. Müsst ihr nicht verlinken. Schön, dass ich euch wieder was Bastel-Wastel-Technisches zeigen durfte und schön, dass es hier in naher Zukunft dann endlich wieder mal ein Fräs- und 3D-Druck-Video gibt, denn auch das wurde gerade produziert. Mir bleibt noch zu sagen, sollte euch dieses Video gefallen haben, hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier verlinke ich euch das letzte Video und hier unten zeige ich euch natürlich was aus meinem Online-Shop. Vielen Dank fürs Zusehen. Peace, Love in Photoshop, Schweig Ober. Basteln-Wasteln ist mein Leben. End out.